Moin Leute und willkommen zum dritten Best-of des Jahres. Ich wünsche euch viel Spaß. Das folgende Video soll einen Hinweis darauf liefern, dass der sogenannte Lantern Man, eine sagenumwobene Gestalt, die immer wieder am Cremahoning Damm in Pennsylvania gesichtet wird, wirklich existiert. Die dortigen Anwohner berichten immer wieder von einem roten Licht in der Ferne, das in der Nähe des Dammes herumschwebt. Und Personen, die dem Licht näher kamen, wollen erkannt haben, dass dieses rote Licht einer Laterne gehört, die eine verschmutzte Gestalt mit weißen Augen ziellos in dem Gebiet herumträgt, und gehen davon aus, dass es der Geist einer Person ist, die vor vielen Jahren an selbigen Ort ertrunken ist. Was denkt ihr? Sehen wir hier den sogenannten Lantern Man? Oder hatte hier einfach ein Typ einen an der Laterne und wollte sich einen Scherz erlauben? Sascha Esser, ein YouTuber aus Holland, der in seinen Videos alle möglichen Spukorte besucht, erkundete nachts einen Friedhof, auf dem es spuken soll. Doch mit dem, was er an diesem Abend filmte, hat er sicher nicht gerechnet. Aber seht selbst. Hoe meer dat ik eigenlijk praat tegen mezelf of tegen jullie, hoe meer dat ik op mijn gemak ben. Ik zeg het, het is heel raar als ik die kant op ga. Dan ben ik heel... Als ik die kant op ga, dan ben ik heel nerveus en angstig. Als ik weer die kant op ga, dan is dat gevoel... Of dan verdwijnt dat gevoel in een keer. Dan ben ik meer op mijn gemak. Is er misschien iemand van jullie die dat kan uitleggen aan mij? Dat zou heel fijn zijn, dank je. Maddo! Er is iemand. Ik weet niet wie, maar er is iemand, ja. Ganz schön gruselige Aufnahmen. Anfangs wirkt die Gestalt auch eher transparent, wobei es natürlich auch an der Kamera liegen kann. Aber was meint ihr? Sehen wir hier einen Geist? Oder hat sich hier noch jemand anderes nachts auf dem Friedhof verirrt?
Amina Cat postete dieses Video auf Reddit, dass er während einer Schicht im Sicherheitsdienst eines Restaurants in der Liberty Station im Herzen San Diegos filmte, einer ehemaligen Militärbasis, die mittlerweile als Gedenkstätte und Treffpunkt der dortigen Bewohner genutzt wird, und dürfte dabei einen ziemlichen Schrecken bekommen haben, aber seht selbst. Bei dieser Aufnahme würde ich als erstes an einer fehlerhaften Verbindung denken, wodurch Personen, die dort entlanglaufen, wirken, als würden sie aus dem Nichts erscheinen, wenn sich die Verbindung genau an der Stelle wieder aufbaut, an der die Person plötzlich erscheint. Jedoch muss man hier auch sagen, dass die Mitarbeiter des Restaurants selbst paranormale Erlebnisse in dem Restaurant hatten und es dort unter den Leuten bekannt sein soll, dass sich dort Geister herumtreiben. Also wer weiß, was wir hier schlussendlich sehen. Fakt ist jedenfalls, dass Kamina Cat sich beim Entdecken dieses Clips ordentlich erschreckt haben dürfte, mit dem Vorwissen, dass es dort spuken soll. Antiquity Echoes uploadete ein interessantes Video aus dem verlassenen Overburg-Asylum in den USA, in dem es augenscheinlich möglicherweise doch nicht so verlassen ist. Leider gibt es nicht viel Kontext zu dem Video, aber es scheint, als hätte der Filmer den Schatten während der Aufnahme nicht bemerkt. Ich will hier auch nicht viel spekulieren, aber finde die Aufnahme ziemlich interessant. Aber was meint ihr dazu? Sehen wir hier einen Geist oder eventuell doch eine Art Schattenspiel, die von der linken Seite ausgeht? Zero Killswitch postete ein Video auf Reddit, das ihn und Kollegen beim Erkunden einer alten Kirche zeigt, in der es spuken soll. Jedoch haben sie vor Ort keine seltsamen Dinge erlebt, doch bei der Auswertung des Materials muss es den Jungs eiskalt den Rücken runtergelaufen sein. Aber seht selbst. Ein ziemlich gruseliger Anblick, wenn ihr mich fragt, auch wenn man natürlich wie immer nicht weiß, was wirklich dahinter steckt. Falls ihr jedoch skeptisch seid, aufgrund dessen, dass er in den Raum hineingefilmt hat, denke ich, dass es völlig normal ist, dass man im Vorbeigehen kurz in die Räume schwenkt, und würde den Jungs deswegen zumindest nichts unterstellen. Man weiß ja auch nicht, wie lange die ganzen Aufnahmen waren, die insgesamt gefilmt wurden. Martin Naveas machte eine Erkundung einer verlassenen Kirche, in der er seinen Zuschauern, den wie er ihn nennt, Red Room, also roten Raum, zeigen wollte, den er als seinen Lieblingsraum dieses Ortes bezeichnet. Doch nach diesen Aufnahmen wird er sich wahrscheinlich nach einem anderen Lieblingsort umschauen müssen, wie ihr gleich sehen werdet. I'm gonna show you guys my favorite place to go. Downstairs in what I call the Red Room. The Red Room is a place I go once I'm done shooting for the day. Look at pictures, see if I need to retake anything, re-edit anything. I'll show you why it's called the Red Room. It's pretty cool.
when you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but Shit. Oh my god. Abgestellte Situation oder nicht? Ich finde, wir sehen hier wieder eindrucksvoll, dass man derartige Erkundungen, vor allem nachts, niemals allein machen sollte, egal wie mutig und cool man auch sein mag. Eric522 postete ein gruseliges Video auf Reddit, bei dem sich die Meinungen spalten, dass die Überwachungskamera des Hauses einer Mitarbeiterin von ihm zeigt, auf der etwas in jeder Hinsicht Gruseliges passiert und ich euch hierfür Kopfhörer empfehle. Die Stimme, die man in diesem Video hört, soll auf Deutsch übersetzt sagen, renn, Hilfe. Wobei hier jedoch die Meinungen gespalten sind. Einige gehen davon aus, dass es der Hund ist, der so gähnt, dass es sich wie eine Stimme anhört. Und andere haben die Idee, dass die Kamera gehackt wurde und sich hier jemand einen üblen Scherz erlauben wollte. Und über die Kamera, falls es denn eine Kamera mit Tonausgabe ist, diese Wörter gesagt hat. Wenn ich mir jedenfalls überlege, welche Theorie die richtige ist, frage ich mich dennoch, welche davon die gruseligste ist. Die Jungs von Twin Paranormal machten eine Untersuchung im weltberühmten Clown Motel. Einen gruseligen Ort, der für seine über 2000 Exemplare umfassende Sammlung von Clowns Berühmtheit erlangt hat. Doch der wahre Horror liegt an den paranormalen Ereignissen, die sich in diesem kuriosen Motel abspielen sollen und scheinbar auf den Friedhof zurückzuführen sind, der direkt nebenan ist und Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurde, um Opfer eines Minenunglücks und einer Krankheitsplage bestatten zu können. Während der Untersuchung konnten die Jungs einige mysteriöse Vorkommnisse festhalten. Aber seht selbst. Do you like the theme? So you do. Thank you. Thank you so much. I think they're very colorful, and I'm wearing a clown nose right now. I was just trying to go with the theme. If you don't like it, I'll take it off, or I can leave it on. Can you tell us what you did? Why are you guilty? I worked here. I worked here. Did you also ask that? Whoa. To my knowledge, to all of our knowledge, there's not. I think there's only like two people staying in this motel. Yeah, they're all the way on the other side of the motel. Yeah. What was that? I have no idea. We're gonna make our way down to the graveyard to finish our investigation up. Maybe you could give us a sign down there. Tell anybody you know. Whoa. Were you just filming that way? Mm-hmm. Thank you, dude. Was that to let us know that, yes, that's your path down there? Because we'd like to continue to speak with you, and we have these other objects that will help you a little bit more. I feel so weird standing right there, man. I legit felt like someone was behind me. I heard that. I heard it. Yeah. What? I just heard scraping on the wall. Dude, again, bro. Ah! Oh, did you catch that one? It goes. Did you just catch that? Yep. Dude, again, bro.
Oh, did you catch that, Wyatt? Did you just catch that? Yep. Did you just catch that? Are you sure? Did you just Are you sure? Did you just Are you I help. Wait, are you sure you caught it? 100%. You sure? Absolutely positive. Okay, we're You said you heard it? I heard it. I heard the hand clicking, dude. We worked hard. Did you just tell me you worked hard to move that hand down? Dude, did we just catch that? Please tell me you caught that. Oh, I got it. Dude, we gotta check, man. We have to check. It fell completely off the lap. I didn't even see it. Yeah. Dude, it literally fell towards me, bro. It's on the chair now. Okay, guys, so this is the last area that we're gonna go, and this is literally also what we've been waiting for, is to go to the really haunted cemetery right next to the Clown Motel. People say that this cemetery is what makes the Clown Motel haunted. So let's go and finish up our investigation. If you can, please, walk right in front of this walkway. Thank you so much. So you are here with us. Is there any way you could move out of the way of that? Walk away from it? All you have to do is move just a little bit out of the way. Thank you! Was meint ihr, was dort vor sich geht? Und würdet ihr euch trauen, dort zu übernachten? Schreibt es in die Kommentare. Ein Ghost Hunter-Team aus den USA untersuchte ein verlassenes Krankenhaus, in dem es spuken soll. Bevor sie ins obere Stockwerk gingen, stellten sie eine statische Kamera in einem Bereich auf, in dem des Öfteren Spukphänomene beobachtet worden sein sollen, und konnten dabei diese interessante Aufnahme machen. Während der Aufnahme soll sich niemand außer dem Team in dem Gebäude befunden haben, das sich während der Aufnahme in einem anderen Stockwerk befand. Also wer weiß, vielleicht sehen wir hier ja wirklich etwas Paranormales. Matt Spencer arbeitet im Sicherheitsdienst eines Krankenhauses in West Virginia, bei dem er während einer Schicht am Handy war und plötzlich bemerkte, wie sein Trinkbecher anfing, sich selbstständig zu machen. I was just on my phone watching a video. Cup is moving. Can you move the cup again, please? Oh my God. Can you move it again? Good job. That's awesome. My cup. My cup just moved. That takes a lot of power to do that. My hair is standing up on end. Are you thirsty? It's moved again. Can you try to move it one more time for me?
Good job. Oh my god. Who's with me right now? Just heard a voice. I'm shaking. Ziemlich kuriose Aufnahmen. Vielleicht sollte es Matt mal mit Gläserrücken probieren, denn Becherrücken scheint ja bereits zu funktionieren. Beim folgenden Video handelt es sich angeblich um eine Bauchrednerpuppe, die einem gefallenen Soldat im Zweiten Weltkrieg gehörte. Und es vermutet wird, dass dessen Geist die Puppe besetzt hat. Die ganze Geschichte ist ziemlich interessant und ich habe sie in der Beschreibung verlinkt, falls es euch interessiert. Über die Jahre hat die Puppe aufgrund der mit ihr einhergehenden paranormalen Aktivitäten mehrfach die Besitzer gewechselt. Und im folgenden Video könnten wir sehen, warum. Was meint ihr? Hatte hier jemand viel Fantasie und technisches Verständnis? Oder sehen wir hier eine echte verfluchte Puppe in Aktion? Joshua Eyre filmte ein seltsames Phänomen in seinem Haus, bei dem er schwört, dass keine Fenster zu dem Zeitpunkt der Aufnahme auf waren und dies das erste Mal ist, dass er es auf Kamera festhalten konnte.
Sollte es stimmen, dass wirklich keine Fenster im Haus geöffnet waren, finde ich besonders die eine Stelle im Video interessant, bei dem sich die Tür schneller bewegt als sonst, und ging davon aus, dass jemand hinter der Tür steht und die Tür bewegt, wobei es zumindest so aussieht, als wäre dort niemand gewesen, was natürlich nicht heißen soll, dass das die einzige Möglichkeit wäre, so ein Video zu machen, oder dass es definitiv paranormal wäre. Ich bin hier mal auf eure Meinung gespannt. Die Lovelock-Höhle in Nevada, die unter den Einwohnern auch als Skinwalker-Höhle betitelt wird, ist ein System aus Höhlen, die sich 40 Kilometer von der Zivilisation im Nirgendwo befinden. Und das Ziel vom Team Twin Paranormal, die den Meldungen der Leute nachgehen, die dort seltsame Dinge erlebten. Wie zum Beispiel einen Fall, in dem jemand in der Nähe der Höhle wandern ging und den Hilferuf einer Frau hörte, jedoch niemand an der Stelle war, von dem der Schrei kam, und die Person vermutete, dass ein Skinwalker versuchte, ihn in die Höhle zu locken und zu fressen. Außerdem sollen in vergangener Zeit rothaarige Riesen in dieser Höhle gelebt haben, die mit den dort ansässigen Ureinwohnern in Kontakt standen und immer wieder Personen aus ihren Kreisen entführten. Auch archäologische Funde von übermenschlich großen Knochen in dieser Höhle sollen diese Vermutungen bestätigen. Dass sich dort noch heute übersinnliche Phänomene abspielen könnten folgende Aufnahmen jedenfalls nahelegen. Please walk in front of that object over there, the one that I set down. If you can show us that you're here, that'd be great. We're just looking for a little bit of confirmation. We're also trying to see what you're capable of. We're nice and far. Use your energy. Whether you're a giant or you're native. I'm also going to pull out this other object that will detect how close you are. Whether it's you being close to us or you being close to down there. The higher the colors spike, that means the more power you have and the closer you are. That was a footstep approaching. The stairs creak when you walk on them. Oh shit, you're right. Dad! And there's no f***ing way there's any wind, there's no... Dude, we're in a cave, guys. There's only one way in and one way out. Please give us a sign that you are here. We just want to know. I was just gonna say, we heard what sounded like a woman screaming and crying for help. Right. You just showed us you're here. I'm trying to make sure that you can hear us. We want to know if you can understand what we're saying. So if you can, maybe you can hold on to that object again and show us that you are here. The only electricity that's even in this area is... Oh, exactly. Yeah. That's what I'm saying. Was that a f***ing laugh? Did you f***ing hear that? That's what I'm saying. Was that a f***ing laugh? Did you f***ing hear that? Did you just laugh? Oh my f***ing god, dude. Can you do that again? Please? They're again! Holy shit! There's nothing in here. We can even get further away. Let's make sure. There's nothing in here! This is a cave! Thank you so much! Can you walk down to that one, please? Dude, that's none of us, bro. That sounds heavy. Holy shit. There it is again. How about we try... Keep holding on to that. I want to try another object here. This object will light up like this. Just do that. Hold on to the railing, whatever you'd like to do. As long as you can make those lights go off, that would show us that you're here as well. Was meint ihr? Ist an den Geschichten etwas dran? Und glaubt ihr, dass es so etwas wie den Skinwalker geben könnte, der Menschen imitiert, um andere in die Falle zu locken? Whoa. Gruselig ist die Vorstellung jedenfalls definitiv. There they
f***ing shit. Somebody literally walked right in front. Did you hear that? Oh my f***ing god! What was that? I don't know! My heart is legit pounding, bro. There is a couple bats in here, I don't know, but that's it. You just showed us you're here. Guys, we might be dealing with a skinwalker again. Skinwalkers are the only thing that can try and imitate what sounds like somebody in pain. That's how they lure you in. Mm-hmm. The ball's not going. Ball stopped. Can you please show us that you're here by lighting up one of the balls again? Yeah. What? Whoa. What? There's just a bright ball of light that it's back past the railing, but it was going left to right, and it appeared, disappeared, and reappeared. It wasn't the lens flare? No, the second it appeared, my camera went blurry. Stand down there and try, like, knocking a pattern. Okay. But not too many, see what happens. Perfect. Hey, it's just me over here. What I'm gonna do is knock on this railing here. Maybe you can try and communicate with us by repeating that. Off, dude, that was three. That was three. Was meint ihr? Ist an den Geschichten etwas dran? Und glaubt ihr, dass es so etwas wie den Skinwalker geben könnte, der Menschen imitiert, um andere in die Falle zu locken? Gruselig ist die Vorstellung jedenfalls definitiv. Der Kanal Cryptic Media hat im Jahre 2007 folgendes Interview mit einer Person hochgeladen, die von paranormalen Aktivitäten in ihrer Wohnung geplagt wird und konnte möglicherweise bereits vor der möglichen Untersuchung, von der mir jedoch nichts bekannt ist, etwas Übersinnliches aufzeichnen. Schaut mal, ob euch hier etwas Seltsames auffällt und ihr etwas Seltsames feststellen könnt bei einem der Pixel, denn viele sind es ja nicht. Habt ihr es gesehen? An einer Stelle des Interviews sieht man etwas hinter dem Mann im anderen Raum laufen, wo zu dem Zeitpunkt niemand gewesen sein soll. Denn die beiden waren laut ihren Angaben zu dem Zeitpunkt alleine im Haus. Was meint ihr? Hat sich hier ein Geist bemerkbar gemacht? Oder sehen wir hier bloß einen Kamera- oder Renderfehler? Der YouTuber ILMN Bano machte eine Tour in einem kürzlich entdeckten verlassenen Bunker unter der Erde, in dem eventuell noch heute Energien der Vergangenheit ausharren und für gruselige Geschehnisse bei neugierigen Personen sorgen könnten. Aber seht selbst. So, I'm here. This is the entrance to the bunker. I don't know how to call it in English. It's in the middle of a forest. So I've been in this place like two times. And I arrived here like 10 minutes ago and I already checked quickly if there's anyone, like a homeless person or someone that could attack me when I'm filming. So there is no one, I hope. And I already put my stuff in one of the rooms. Later. This is the room. Close it. This is the room where I have my stuff. This is the little thing I keep my gimbal in because it's kind of fragile.
Hello? I swear I closed the door. If they're moving. Do you see that? What a freak. Oh. Okay, maybe I'm gonna check some other, but if I move them, they stay in place. Okay, I don't know. That could be explained. I don't know. Seltsamerweise hatte er kurz zuvor die Tür hinter sich geschlossen und zeigt auch anhand einer anderen Tür, dass diese sich nicht so leicht von selbst bewegen. Aber es wird noch gruseliger. I like to like not think that someone is caused by haunting till it's just completely un like you know till you just can't explain it by anything by anything. But no. Okay, that I saw it moving and I just completely okay, so yeah, I just can't explain this. This has to be fun. Oh my god. I don't want to go in there, but I have my stuff in there. Ziemlich gruselig, wenn wir von der Situation ausgehen, dass das alles genauso passiert ist. Denn er hat seine Sachen noch in dem Raum gelassen, in dem er sie am Anfang des Videos abgelegt hat. Was bedeutet, dass er nochmal zurück muss, als Folgendes geschieht. Okay, so I'm go like to yeah, I'm just go want to go through here and go home. It's kind of far, but I think in this direction. I think it was far, but okay. I have to go for my stuff, so. Stuff so okay, the sound was definitely from here. This and pack my things and go out with you. Freak. Okay. Ziemlich gruselige Vorstellung, alleine in einem verlassenen Bunker zu sein und solche Situationen zu erleben. Und auch wenn es sich hier vielleicht um einen Scherz handeln sollte, würde ich mich als Zuschauer beim nächsten Lost Place Trip sicher häufiger umgucken.
Die TikTokerin Whitmary One macht hauptsächlich Content, der sich um ihre Pferde dreht. Doch am Abend aus dem folgenden Clip nahm sie etwas auf, das sie nachhaltig verstört hat und sie eine Erklärung dafür sucht. Taxi. Ey. Ziemlich gruselige Stimme, die aus meiner Sicht zumindest nicht wie ein Mensch klingt. Ich dachte zuerst, vielleicht wäre es ein Schaf oder eine Ziege gewesen, die ja auch oft Geräusche machen, die wie aus einem Horrorfilm klingen. Aber nach näherem Beleuchten des Kanals bin ich dahingehend nicht fündig geworden und es sieht so aus, als würde sie ausschließlich Pferde besitzen. Dann wurde mir aber durch einen Kommentar ins Gedächtnis gerufen, dass ja auch Krähen menschliche Stimmen imitieren können, die auch schon mal ziemlich gruselig klingen können. Hier ein paar Beispiele. What's up with you? What's up? Not much. What's up? Who's a good bird? What's up? Who's a good bird? What's up? Say it in my voice. What's up? Nice job. Here. Come on. Come on. Come on. A good boy. Falls von euch jemand mit Pferden zu tun hat, würde es mich mal interessieren, ob ihr wisst, ob Raben eventuell häufig auf Pferde koppeln oder in der Nähe sich einnisten. Vielleicht bestätigt sich ja der Verdacht. Man darf auch nicht vergessen, dass das Video abends gefilmt wurde und im Dunkeln entdeckt man so einen Vogel ja auch nicht sofort. Geschweige denn ahnt, dass ein Rabe überhaupt zu so etwas in der Lage wäre. Aber auf jeden Fall kann ich euch eins sagen. Würde ich nachts im Bett liegen und ein Rabe würde von meinem Fenster anfangen zu sprechen, würde ich aber ganz schnell den Flattermann machen. Das kann ich euch aber sagen. Das Team Ghost Tech Paranormal machte eine Untersuchung des St. Boyevilles Castle, das im 11. Jahrhundert errichtet wurde und während des Großteils der Zeit als Gefängnis genutzt wurde, in dem noch heute mittelalterliche Einritzungen an den Wänden erhalten sind, in denen die Insassen die dortigen Verhältnisse beklagen. Denn dort war das Leben nicht einfach und sie waren angewiesen, Nahrungsmittelspenden von Verwandten zu bekommen, um dort überhaupt zu überleben. Heute soll das Schloss laut Berichten von Besuchern und Mitarbeitern von einigen Geistern heimgesucht werden. Children playing in the East Tower, there's kind of like stories of, you know, you'll hear them running up the stairs and moving furniture above you, but there'll be nobody else in the building. The classic, the baby crying is the famous one. And that's the baby that was found during renovations. Yeah, they found a skeleton during renovations. And there's lots of reports. I mean, I've had a school teacher here who she hears it every time she comes. Their school's been coming for 40 odd years. And she says every time she stays, she always hears it. We had a couple of people come down to reception one day. And they said, oh, thank goodness that baby stopped crying last night. We were kind of like, what baby? Because they were staying here on their own. They'd been out, come back in, walked up the stairs just behind us here, heard the baby crying, and kind of like, then it stopped.
So yeah. It's kind of like, and they didn't know anything about the kind of paranormal side, so that was kind of an interesting thing. Nachdem erste Versuche, mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten, eher mäßige Erfolge brachten, besprachen sie im Gemeinschaftsraum des Schlosses das weitere Vorgehen für die Nacht, als sie folgendes ziemlich spektakuläres Ereignis nach Verlassen des Raumes aufzeichnen konnten. Später, als sie sich zum Schlafen hingelegt haben, passierte dann Folgendes. Ziemlich coole Untersuchung, von der demnächst noch ein zweiter Teil erscheint. Ich werde auf jeden Fall an der Sache dranbleiben. Im Video vom 3.6. zeigte ich euch bereits den ersten Part der Untersuchung des St. Briavels Castle vom Team Ghost Tech Paranormal, welches ich euch auch empfehle, falls noch nicht gesehen, dies nachzuholen, da dort vieles zur verstörenden Vorgeschichte dieses Ortes erzählt wird. Am Morgen ihrer ersten Untersuchung des heutigen Hotels begann der Tag jedenfalls wortwörtlich mit einem Knall, als ihre statische Kamera in einem der Räume Folgendes aufnahm, während sie am Frühstückstisch in einem anderen Raum saßen. Nach Einbruch der Nacht ging die Untersuchung dann richtig los und sie konnten etwas ziemlich Spektakuläres aufzeichnen, aber seht selbst. Do you think maybe if I knocked on the wall, you could knock back to me? Did you hear that then? Was that knocking? Yeah, that was 4 knocks back. Did you hear that then? Was that knocking? Yeah, that was 4 knocks back. Thank you, that was brilliant. If I do it again, can you copy me again, please? We can hear you, that's brilliant. There we go. We can hear you, that's brilliant. Now let's try something else. Could you make the knocks even louder for us? Or do I need to knock again for you to copy? It's coming from the bed next to you, Mark. Thank you.
bed next to you, Mark. Thank you. Could you maybe rustle some of the covers that are on the bed for us? I just seen a shadow in that doorway. Mark sees a shadow figure in the doorway, but, in fact, it is further away inside the next room, and our static cam has captured what Mark has seen. Here is the footage from our static cam within the guard room. Could you maybe rustle some of the covers that are on the bed for us? Als nächstes verlagerten sie ihre Untersuchung in den ehemaligen Gerichtsraum des Gebäudes, in dem, wie im ersten Teil bereits angesprochen, bei Renovierungsarbeiten auch die Überreste eines Babys in der Wand über dem Kamin gefunden worden und von Gästen oft von Babyschreien berichtet wurde. In diesem Raum konnten sie zwar keine derartigen Phänomene aufzeichnen, jedoch gibt es hier ein schauriges Relikt aus der Vergangenheit, das ich euch unbedingt zeigen wollte. Denn diese Einkerbungen, die ihr hier seht, sind Schwertschläge. Für jeden zum Tode verurteilten Insassen dieses ehemaligen Gefängnisses. Was, wenn ihr mich fragt, ebenfalls gruselig genug ist, um einen kalten Schauer über den Rücken zu bekommen. Als letztes gingen sie in einem der Räume, in denen damals die Insassen in unmenschlichen Verhältnissen ihr Dasein fristen mussten. Und genau als sie ihre Untersuchung beenden wollten, geschah dann Folgendes. What was that? Did you hear that? Yes. That was sounded like a male's voice. Quite really. Soft. You know what I heard? Go on. I heard a man sighing. Yes, exactly what it sounded like. That's what, yeah. It was sort of like, oh. That's it. That's why I said it sounded soft. What was that? Did you hear that? Yes. What was that? Did you hear that? Yes. Ziemlich gruselig und es hört sich tatsächlich wie ein Seufzen an, wobei solche Geräusche natürlich auch vom Magen kommen können. Als jemand, der viel Zeit auf YouTube verbringt, kenne ich mich da nämlich gut aus. Wenn man zum Beispiel am Abend leckere Essensvideos vom Algorithmus vorgeschlagen bekommt und der Magen dann Geräusche macht, als würde er seit Weihnachten nichts mehr zu essen bekommen haben. Endlich ist das Video fertig. Ich hau mich erstmal hin. Oh Mann, bin ich kaputt.
Mann, Mann, Mann. Was bin ich kaputt? Was für ein harter Tag im Leben eines YouTubers. Ach nee, was bin ich aber auch kaputt. Ach ja. Ach, ich guck mir noch ein paar YouTube-Videos an. Ja. Na, was gibt's denn hier so Feines? Ach, das sieht doch ganz interessant aus. Was haben wir denn da? Hey, geil, Leute. Komm, den gönnen wir uns jetzt. Ohne irgendwas hier. Alles klar, ihr Lieben. Rein damit, ey. Rein damit. Och, nee, nicht schon wieder ein Essensvideo mitten in der Nacht. Ist das ein Stückchen Himmel? Los, Müti. Hä? Was? War das nicht Pamiras Stimme? Bist du es? Mach dir was zu essen. Du hast Hunger. Ich bin hier unten. Ich wusste gar nicht, dass du sprechen kannst. Nein, nicht da unten. Ich bin dein Magen. Du Heini. Und was willst du von mir? Los, mach dir gefälligst was zu essen. Ich sag's kein zweites Mal. Mein Gott. Oh mein Gott. Aber das heißt doch, dass ich nicht mehr schlafen kann. Mit vollem Magen. Oh mein Gott. Verschluckt. Alex Alive machte mit seiner Teamkollegin Sarah eine paranormale Untersuchung bei seinen Abonnenten Tom, für den Spukphänomene mittlerweile zum Alltag gehören. Denn er lebt in einem Haus, das urkundlich zum ersten Mal im Jahre 1340 erwähnt wurde und auf eine ziemlich bewegte Vergangenheit zurückblicken kann. Denn unter anderem brannte es bereits einmal auf die Grundmauern runter, sodass nur der Kellerbereich erhalten blieb, der heute auch einen Großteil der Untersuchung ausmacht, die wirklich Gänsehautmaterial am laufenden Band bietet. Doch zunächst erklärt Tom noch einmal genau, was dort alles Gruseliges vorgefallen ist. Also das, was am Anfang das Erste, was wir mitbekommen haben und was uns wirklich Sorge bereitet hat, weil es im Altbau stattgefunden hat, Kerzen sind von alleine an und ausgegangen. So. Kerzen. Und, der Altbau ist ja zundtrockenes, altes, 300 Jahre altes Holz. Und dadurch, dass das ja Fellböden sind, also sprich keine Betondecken, sondern unten, das würde ja wie ein Kamin machen. Ja. Okay. Da vernichtet sich das und Haus. Und haben wir quasi praktisch erstmal so Altbau so alles entfernt, was irgendwie mit Kerzen zu. Und das ist uns ist ja am Anfang noch nicht mal aufgefallen, weil wir hatten an der, neben der Tür ist so ein kleines Fenster. Mhm. Und da hatten wir diese elektrischen Kerzen mit Timer, die abends angeht, irgendwann geht die aus. Und die ist irgendwann kaputt gegangen und dann habe ich da eine normale Kerze hingestellt, so eine alte Osterkerze. Mhm. Und der Carlo meinte dann so, du hast die Batterien gewechselt, ich war nämlich ein paar Tage weg. Und dann rief er mich an, ja gut, dass du die Batterien gewechselt hast, es ist am Abend schon schöner, wenn da Licht ist, wenn man näher kommt. Und ich so, da steht eine normale Kerze. Und er so, nee, und trippel. Ja, es steht eine echte Kerze. Sag ich, sie jetzt an oder aus? Ja, die ist aus. Aber sie ist schon so weit runtergebrannt. Und ich so, okay, die war ich nicht an. Ja, das ist diese Kerze, die von alleine anging. So wurde die tatsächlich da eingeführt, weil das ist ein bisschen zu gruselig, gefährlich. Gefährlich war, ja. Das sind ja überall Holzdecken. Das ist schon krass. Also das mit dem An- und Ausgehen der Kerzen, das ist mindestens 5-6 Mal passiert. Okay. Wo man es wirklich dann so
registriert hat und nicht so, war das jetzt oder war das nicht, sondern so, scheiße, schon wieder. Aber es waren schon so Kerzen, so, konnte man ein Feuerzeug anzünden. Genau. Das ist krass. Und da war auch nichts daneben, wo man sagte, ja, mal spontan, Achterlager des Feuerzeugs, das habe ich vielleicht angemacht. Zum Beispiel, wenn du am Telefon bist, machst du manchmal Sachen. Und ja, aber du rennst aber ja nicht rum und zündest irgendwelche Kerzen an. Eigentlich nicht. War noch mehr außer den Kerzen? Es gibt Klopfen, es gibt Sachen, dieses Geräusch, wie wenn etwas umfällt, das ist wie Poltern und da ist aber auch noch was drauf gestanden, aber du entdeckst nichts. Ja. Also selbst so, es ist ja oft so, es kann ja mal was rumfallen, weil es einfach schlecht gestanden ist, aber dann liegt das ja auf dem Boden. Aber du bist in einem Zimmer und hörst definitiv, dass im Nachbarzimmer was umgefallen ist. Also dieses Geräusch, wo du sagst, okay, da hat es jetzt was runtergehauen. Und du gehst in dieses Zimmer und alles steht an seinem Platz. Und bei dem Keller? Ja, der Keller war als Kind immer so mein absolutes, also wenn es geistert, geht man in den Keller rum, hat dieses Sirenes. Mhm. Ich habe dann bei der Türe von zur Treppe dann schon angefangen, lautstark zu singen, damit die jetzt wissen, ich komme. Egal was oder wer. Also das ist jetzt eigentlich kein Nagel, auch wenn du hingehst, nee, der ist sollte fest drin. Eigentlich nicht runterreißen, hinten am Bild war ja auch alles gut. Der ist mittlerweile so oft gebrochen, drum hat jetzt auch außenrum diesen Schmuckteser, weil sonst hält er nicht mehr. Aber das ist so dreimal runtergefallen. Ja, es hatte früher mal Glas und so. Oh, okay. Also klingt es ja doch eher so, als würde sich würde jemand auf sich aufmerksam machen wollen. Ja, wie gesagt, das hing 3 Jahre und war nie ein Problem. Ja. Aber das war halt dann, diese 3 Mal waren innerhalb von 10, 14 Tagen. Okay. Und die letzten beide Male, das war 2 aufeinanderfolgende Tage. Was ab und zu war, aber das kann, glaube ich, mit Spielern öfters mal sein, dass das Ding, das ist eigentlich nicht aufgezogen und trotzdem geht es manchmal los. Aber es sind dann immer nur so 3, 4 Takte. Ja. Einfach so, als auch wenn keiner oben ist oder so. Ja, wir erklären uns das dann immer so, dass das, was meistens im Winter ist, wenn einfach der Wärmeunterschied ist, dass dann das Holz sich vielleicht ein bisschen verzieht. Ja. Das könnte sein, ja. Das sind also, das wäre für mich jetzt noch relativ logisch. Wissenschaftlich erklärbar, logisch. Ich meine, gruselig ist es natürlich, wenn du auf einmal so eine Spieluhr hörst. Oh. Wenn du gerade so drunter sitzt. Nach dem Gespräch platzierten sie 2 REM-Pods im Keller des Hauses, mit deren Hilfe eine Kommunikation mit der Geisterwelt zustande kommen soll. Denn REM-Pods, für die, die es nicht wissen, bauen an der Antenne eine Art Energieblase auf, die, wenn sie ein Mensch oder ein Geist durchbricht, den REM-Pod das Signal zum Ausschlagen gibt. Und ich sag hier schon mal vorab, es wird ziemlich spektakulär. Lass doch nochmal die Musik spielen. Jawohl, super. Danke. Lauf gerne ein bisschen umher. Ich hatte auch gerade so ein kaltes Gefühl. Ja, übel. Das ist seltsam. Da unten steht jetzt auch eine Kamera, du kannst dich auch gerne zeigen. Hm. Aber die... Da war grad... Ist da jemand oben? Hä? Aber es hört nicht mehr auf. Ist hier jemand oben? Ich habe hier gerade was gehört. Mach dich mal bemerkbar, klopf mal. Ich habe auch gehört. Ja. Das ist komisch. Das ist nicht okay. Komisch. Nee. Ich klopf mal gegen die Dachbodentür. Klopf doch mal zurück. Hör mal bitte mit der Musik auf. Fast. Das war ein kurzer Stopp. Ja. Sag es nochmal. Kannst du nochmal eine kurze Pause machen? Okay, hier war nichts. Da war ein Stopp. Schon wieder, ja? Das ist auch gehört, ja. Kannst du die Musik ausschalten?
Bist du noch hier? Kannst du noch mal an der Box vorbeilaufen? Ich gehe jetzt runter mit dem EMF, mit dem EVP. Kannst du die Musik kurz anhalten? Bitte lauf nicht mehr an der Box vorbei. Dankeschön. Bist du weiblich? Wenn ja, lauf wieder an der Box vorbei. Sarah ist gerade runtergekommen. Stört dich Sarah? Bist du noch hier? Wenn ja, lauf an der Box vorbei. Seitdem du da bist, geht's nicht mehr. Wenn ich runterkommen soll, lass mal die Musik kurz antönen. Ein, zwei Klänge nur. Ist das weg? Okay, ich geh wieder, aber... Willst du, dass Sarah geht? Wenn ja, lauf noch mal an der Box vorbei. Was ist das denn? Okay. Wir wollen dir wirklich nichts tun. Wir wollen nur mit dir sprechen und rausfinden, ob wir dir helfen können oder ob es dir hier gut geht, ob du in Verbindung mit Tom stehst, ob das hier dein Zuhause ist. Mehr wollen wir gar nicht. Wir sind auch heute Abend wieder weg, versprochen. Fühlst du dich jetzt zu Hause? Sarah, geh mal bitte hoch. Ich glaube, es liegt an dir. Okay, nimmst du das? Ja, es kann ja sein. Es ist, ja, kann ja sein. Mach keine anderen Zuhause. Ach komm. Ich bin doch eine Nette. Ich sag es doch, seitdem Sarah. Kannst du aufhören, an der Box vorbeizulaufen? Das ist das erste Mal, dass mich ein Geist nicht leiden kann. Ist schon okay. Hast du ein Problem mit Sarah? Jetzt ist sie nicht da. Lauf nochmal an der Box vorbei. Magst du Frauen generell nicht? Ja. Das hat also nichts mit Sarah zu tun. Frag mal, ob es ein männliche Entität ist. Bist du eine maskuline Persönlichkeit? Bist du eine feminine Persönlichkeit? Okay. Schaut euch auf jeden Fall die ganze Untersuchung an, in der noch viel mehr passiert ist, als ich hier gezeigt habe. Und lasst ganz liebe Grüße in den Kommentaren da, denn dieses Video hat bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Link ist ganz oben in der Beschreibung. So, und damit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Mythenecke.